Damit die Geschichte überhaupt entstehen kann, muss man Geschichten erzählen. Das heißt, man macht einen Anker, einen Platz, wo man sagt, da war was. Wenn wir nicht schneller sind oder wenn wir nicht reagieren, da kommt der Tod und holt sie. Videokonferenzen oder zu unseren Videoexpertinnen-Gesprächen Sabo Ristić, dem Obmann des Vereins Kunst und Menschen, zu begrüßen. Er ist unter anderem auch Initiator des Gastarbeiterinnen-Denkmals und ein politischer Aktivist, wenn es um Migrantinnenrechte geht. Ich habe eine Frage an dich, Sabo. Du arbeitest in letzter Zeit ja sehr viel für dieses Migrantinnen-Denkmal. Und du hast auch in der Ausstellung Museum der Migration ein Objekt dargestellt, das eben deine Forderung zum Migrantinnen-Denkmal unterstützen soll. Möchtest du ein bisschen was zu diesem Objekt vielleicht erzählen? Also, liebe Alice, ich möchte mich zunächst mal bedanken, dass du mich eingeladen hast zu diesem Skype-Interview, damit ich auch eine Möglichkeit bekomme, einmal kundzutun meiner Forderung. Also, ich bin selbst auch ein Gastarbeiter. Kind, würde ich mal sagen. Also das heißt, meine Eltern waren selbst Gastarbeiter in Österreich in den 70er Jahren. Sie sind aber dann tatsächlich zurückgekehrt nach Kroatien. Und ich bin dann 20 Jahre später, also Ende der 90er Jahre, wo ich 20 Jahre alt war, bin nach Österreich gekommen. Dadurch war ich auch mit der Geschichte der Gastarbeiter mein Leben lang verbunden durch Erzählungen meiner Eltern. Einerseits, wie es ihnen ergangen ist in Österreich. Und andererseits durch meine Geschwister, die mir auch die andere Seite der Geschichte erzählt haben, wie es ist, als Kinder aufzuwachsen ohne Eltern oder Eltern, die im Ausland sind und selbst waren sie bei der Großmutter, in Obhut meiner Großmutter sozusagen. Also das Ganze also eigentlich beginnt mit dem Anwerbeabkommen, der Gastarbeiter in den 60er Jahren, also eher gesagt 1964 mit diesem Arab-Olaf-Abkommen und mit dem bilateralen Abkommen zwischen Türkei und später damaligen Jugoslawien. Und es sind eigentlich tausende Menschen, die nach Österreich gekommen sind. Aber beidseitig, also sowohl Österreich als auch Gastarbeiter, hatten Einvernehmen, dass das nicht etwas ist, was bleiben soll. Das heißt, sie wollten Gastarbeiter wollte nach Österreich kommen und nur eine gewisse Zeit bleiben, Geld verdienen und in ihrer Heimat sich eine Existenz aufzubauen. Und so war der Gedanke meiner Eltern auch. Also sie waren aus einer armen Familie, sie hatten keine Bleibe, sondern nur ein Mietzimmer sozusagen, ein Grundstück. Und sie dachten, wenn sie ein paar Jahre hart in Österreich arbeiten, kehren sie zurück und bauen sich ein Heim auf. Es hat sich aber dann anders, in meisten Fällen hat sich anders abgespielt und die Gastarbeiter sind hier geblieben. Diese Geschichte, dieser Wunsch zurückzukehren in ihre Heimat hat, denke ich, auch denen auch Kraft gegeben, auch Arbeiten anzunehmen, die nicht jetzt unbedingt leicht waren. Also das heißt, sie waren auch bereit, mehr zu tun, also 10, 12, 13 Stunden am Tag zu arbeiten unter Umständen, auch schwere körperliche Arbeiten zu machen, Reinigungsarbeiten am Bau, weil sie eben dachten, sie bleiben nur eine Zeit lang und dann kehren sie wieder zurück. Genauso, wenn es ging um Wohnverhältnisse, dann ging es nicht darum, eine Wohnung zu finden, wo man eine Familie aufbaut, wo man dauerhaft bleibt. Man hat sie begnügt auch mit einem Bett oder mit einer Kellerwohnung, mit einer Toilette am Gang oder mit einer schlechten Heizung oder hygienischen Umständen, die man sonst normalerweise in eigener Heimat auch nicht machen würde, weil man sich eben nur als vorübergehende Arrangement das angedacht hat. Das heißt, diese erste Generation der Gastarbeiter war bereit, einiges mehr zu dulden, zum Aushalten, auch weil man keine Netzwerke hatte, man wusste auch nicht von Rechten, die man hat in dem Land. Das heißt, oft wurden von anderen Gastarbeitern, die länger da waren,
hat man denen dann Untermiete bezahlt, weit überteuert, als es notwendig war, weil man überhaupt glücklich war, hier zu sein. Und ich kann auch von mir sprechen, also ich bin nicht gekommen nach Österreich damals, zwar nur kurz zu bleiben, aber in mir selbst, weil als junger Mensch denkt man sich, Hauptsache in Österreich, man findet einen Job, ob ich unter der Brücke schlafe oder das hat keine Rolle gespielt oder welcher Job ist. Also ich war selbst am Bau tätig als Student und es war egal, ob, wie schmutzig, wie schwer es war. Und dann war ich auch Tellerwäscher, das heißt, man hat ganz andere Kraft, man ist hungrig, man will was beitragen, man will was aufbauen. Da hält man auch einiges aus, ohne dass man sich jetzt beklagen würde für Dinge, die einem vielleicht nicht so passen. Was allerdings jetzt, wo wir schon mittlerweile dritte Generation haben, der Gastarbeiterkinder, die hier aufwachsen, die dann wiederum anders Teil der Gesellschaft sein wollen, weil sie selbst hier geboren sind, aufgewachsen sind, hier studiert haben. Sie wollen natürlich anders wahrgenommen werden als Teil dieser Gesellschaft, als jemand, der einfach selbstverständlich hier Mitspracherecht hat und mitbestimmen will, so würde ich sagen. Das heißt, jetzt ist meine Frage dann natürlich, dieser Teil der Geschichte, 60er Jahre, 70er Jahre und bis heute, die geht uns langsam verloren. Also einerseits, weil die Menschen, die damals angekommen sind, werden immer älter, immer mehr Leute sterben, außer wie meine Eltern. Das heißt, sie werden leiser, sie können auch nicht mehr ihre Geschichte wiedergeben. Es gibt ja dann immer wieder, also, oder gibt es kaum Zeitzeugen, was aufgeschrieben wurde oder aufgenommen wurde. Und wir haben auch nicht mal offiziell ein Archiv, der diese ganze Zeugnisse, ob das Gegenstände sind oder Aufnahmen sind, wo sammeln würde und aufbewahren kann für zukünftige Generationen, ob das Schüler sind oder eben überhaupt die Gesellschaft ist. Es wäre wichtig, etwas Sichtbares zu schaffen, diese Geschichte zu erzählen oder eben ein Denkmal zu machen, wo man dann, damit es nicht verloren gehen kann. Also das heißt, man macht einen Anker, einen Platz, wo man sagt, da war was. Da waren eben so viele Schicksale daran gebunden, da soll man jetzt mal sichtbar machen und damit es eben nicht verloren geht, damit die österreichische Geschichte vollständiger wird. Weil ohne diesen Teil der Geschichte, ohne diese Gastarbeiter, die mit aufgebaut haben, die dem Wohlstand Österreich beigetragen haben, wäre einfach unehrlich oder nicht vollständig erzählt. Und mit dem Denkmal als ein Zeichen der Dankbarkeit dieser Generationen, dieser Bereitschaft, sich teilweise aufzuopfern, kann auch die Stadt Wien und Österreich ein Bekenntnis, ein sichtbares Bekenntnis zu diesen Menschen geben und auch nachfolgenden Generationen der Gastarbeiterkinder zu sagen, ja, ihr seid Teil dieser Geschichte und ihr seid auch hier angekommen letztendlich und wir stehen auch zu euch, zu eurem Anwesenheit, dass ihr da seid, würde ich sagen. Und wir haben, ich habe mir auch gedacht, dann, dass wir dieses Denkmal, also Gastarbeiterinnen-Denkmal nennen, Gastarbeiterie, in der Sprache der Gastarbeiter, die sich selbst auch so genannt haben, Gastarbeiter, geschrieben mit J, also nicht mit EI, wie in Österreichischem, weil so haben sie sich selbst genannt, so haben sie auch ihre Gefühle und ihre Art, haben sie damit so empfunden, sozusagen. Ja. Mit dem Denkmal wäre es gut, dann eben einerseits dieses Anker aufzustellen, damit die Geschichte lebendig bleibt, andererseits ihn auch nutzen als Bildungsstätte, wo Schüler hinkommen können, wo sie eine Führung haben. Und wäre natürlich gut, wenn dieses Denkmal mit einbezogen wäre in das Museum der Migration, als eine Station des Museums. Also nicht als eine separate Geschichte, sondern nur ein Objekt, das zu dem Museum gehört, wo es wesentlich natürlich mehr, wo das Archiv dabei ist, wo wesentlich mehr an dieser Geschichte erzählt wird. Aber einmal nur eine
eben als Beginn, zumindest, wenn man es so viel verstehen kann, als Beginn einer Reise, die man dann demnächst eigentlich umsetzen sollte. Warum ich damals, also danke übrigens Alice, dass du mich damals eingeladen hast zu der Ausstellung für das Museum der Migration, und danke auch an Kollektiv Musmig, dass ich da mitmachen dürfte. Warum ich mich entschieden habe, ein Skelett sozusagen, ein Skelett in Lebensgröße zu nehmen, der dann in einer Hand, der rechte Hand hat so einen Besen gehabt und ein Kübel und mit der Aufschrift 100% integriert. Gibt's ein paar Punkte dazu, die ich so nennen konnte. Also eins davon natürlich war es für mich auch wichtig, so eine Art Aufmerksamkeit oder Provokation also ein Stopp, ein Halt, dass die Leute stehen bleiben und ein bisschen innehalten und nachdenken. Was will er uns, was fordert er hier, was möchte er hier uns sagen? Und sagen wir jetzt grob oder provokativ gesagt, wenn die Gastarbeiter weg sind, also wenn sie einmal auch sterben oder was bleibt am Ende, also ist eigentlich ein Skelett, der dann über Hunderte oder Tausende von Jahren noch übrig bleibt in der Erde. Das heißt, die verschwinden nicht wirklich ganz, die sind noch immer da als ein Skelett, als ein Zeichen der Vergänglichkeit vielleicht. Und da hat mich irgendwie fasziniert in diesem Skelett, in seinem Blick, eben diese Geschichte, wo er schaut irgendwie friedvoll. Also die Leute sind gekommen ohne tausende Wünsche, ohne Forderungen, ohne irgendwelche Ansprüche, ohne Rechte. Sie wollten einfach Möglichkeit haben zu arbeiten. Sie wollten einfach arbeiten und einfach bezahlt werden für das, was sie tun, ohne große Ideen jetzt in dem Sinn, wir bauen Österreich auf, sondern ihr Wunsch war es einfach hier zu bleiben, ein paar Jahre nach Hause zu kommen mit dem Geld und sich dort ein Heim aufzubauen in ihrer ursprünglichen Heimat. Und diese schlichte einfach, ja, lass mich arbeiten und ich brauche nicht mehr, ich möchte jetzt keinen Komfort, nicht mehr, sondern das war für mich so in diesem Skelett, in dem Blick, so einfach, so wie wunschlos zufrieden sein. Das war mal eins der Punkte. Anderes Punkt war wiederum eben so eine Art, ich würde sagen, vielleicht Hilferuf oder Achtung, also es ist jetzt an der Zeit, was zu tun. Also wir haben es vielleicht schon einiges versäumt oder verloren an Möglichkeiten, die Gegenstände zusammen, Geschichten der Menschen aufzuzeichnen, Interviews mit Zeitzeugen. Aber jetzt haben wir noch eine Chance, vielleicht nochmal zu reagieren, diese Menschen noch aufzusuchen, ausfindig zu machen, ihre Geschichten aufzunehmen, weil sonst, wenn wir nicht schneller sind oder wenn wir nicht reagieren, dann kommt der Tod und holt sie und dann haben wir nichts mehr. Dann ist die Geschichte unwiderruflich verloren gegangen. Wir können höchstens die Kinder, also die Gastarbeiter zweite Generation, holen und von denen vielleicht die Geschichten aus der zweiten Hand bekommen. Wie war das mit ihren Eltern? Wie haben sie das erlebt? Oder was haben die Eltern erzählt denen? Aber jetzt gibt es noch Möglichkeit, einige Gastarbeiter aus der ersten Generation aufzusuchen, solange sie noch leben, und um das zu würdigen. Und auch wäre es schön, wenn sie Zeit ihres Lebens erfahren würden, dieses Dankeschön sozusagen, und nicht im Nachhinein irgendwann, wo sie dann nichts einmal selbst wahrnehmen können, was sie da in der Gesellschaft geleistet haben, dass das nicht einfach egal ist oder dass das niemanden betrifft, dass da niemand darauf, damit sie erkennen, dass sie etwas verändert haben, dass sie was getan haben in der jetzigen Gesellschaft, dass das nicht nur jetzt ein Arbeiten war, sondern die haben wirklich aufgebaut, wichtige Gebäude in Österreich, wichtige Straßen, Schulen. Und das, glaube ich, würde diese Menschen noch einmal einen Sinn mal stiften, weil sie haben auf einiges auch verzichtet in ihrem Leben. Ob das ihre Kinder waren, die weit weg waren, oder ihre Heimat, weil das ist nicht immer so ohne ein
sie haben ihre, sich, sagen wir jetzt, von ihren Wurzeln rausgerissen und sind nach Österreich gekommen. Und das ist schon teilweise auch, sagen wir jetzt, schmerzhaft oder mit Wehmut verbunden. Und wenn sie dann erfahren, dass man sieht, was sie getan haben, dass man das anerkennt, dann glaube ich, dass sie ihr Lebensabend auch besser tragen und auch ein bisschen stolz auf sich sein können, was sie da getan haben. Warum ich noch drauf 100% integriert habe, das war dieser Teil in mir, wo ich sage, politischer Aktivist, wo es in mir so eine Frage ist, wann bin ich 100% integriert? Und oft habe ich das Gefühl, Menschen, die, sagen wir jetzt, annehmen, widerstandslos Jobs, Wohnungen, die sie über sich und sich nicht auflehnen oder nicht einmal ihre Stimme erheben, dann werden sie oft als 100% integriert wahrgenommen, weil sie einfach funktionieren, sie arbeiten, sie fordern nicht. Und das, also von der Sicht her, war es damals, sagen wir so, da gab es keine Migrantinnen, so wie ich jetzt vielleicht heute tue oder dritter Generation, die sagen, Moment, wir sind auch da, wir wollen auch ein Stück vom Kuchen haben. Damals gab es sowas nicht. Und deswegen habe ich geschrieben, 100% integriert, ja, wir sind da, wir spielen unsere Rolle in diesem Theater sozusagen, Integrationstheater, wir spielen die Rolle brav und machen unseren Teil und wollen nicht mehr, wir wollen nicht aufsteigen, wir wollen nicht mehr verlangen, wir machen dafür, wofür den Job, wofür wir da sind und gehen wieder heim. So in etwa würde ich das mal sehen. Und noch eins habe ich nicht erwähnt, warum in Favoriten, warum beim Südbahnhof dieses Denkmal richtigen Ort hat, ist, weil das damalige Südbahnhof, also Ankunftsort der Gastarbeiter als Tauschbörse, als Jobbörse, als Informationsstelle, ist eigentlich komplett verschwunden. Also die nachfolgenden Generationen, die Kinder, Menschen, die nach Favoriten ziehen, viele wissen nicht einmal vielleicht, wie hat das ausgeschaut, die Symbolik als Migrationsstätte von Südbahnhof, das ist vollkommen weg. Und wenn man das Denkmal dorthin aufstellt, dann würde man dann die Chance geben, einfach eben auch diese Bedeutungen an Südbahnhof wieder lebendig zu machen und mal symbolisch zu zeigen, es ist eben, das war hier, und da soll man sich daran erinnern. Was ich sehr spannend gefunden habe, ist, du hast gesagt, es sollte etwas sichtbar gemacht werden. Und zwar dann hast du gemeint, an einem öffentlichen Platz. Und was mir sehr gut gefallen hat, du hast auch gesagt, damit unsere Geschichte auch vervollständigt wird. Und ich denke, das ist wahrscheinlich auch ein ganz wichtiger Punkt, nämlich sozusagen diese Ausblendung in der österreichischen Geschichte oder diese Ignorierung an der österreichischen Geschichte und das die Geschichte der Gastarbeiter oder der Migrantinnen nicht mitzudenken. Wenn du dir wünschen könntest, wie es sein sollte, wie wäre es denn dann? Ich finde, die Geschichte ist nicht vollständig erzählt. Wenn man diesen Teil der Geschichte einfach, sagen wir jetzt, ich sage nicht versteckt, aber wenn man sie, Geschichte ist einfach, entsteht dadurch, dass man Geschichten erzählt. Also früher war es mündlich, aber jetzt macht man das schriftlich mit Objekten, mit Videos, je nachdem, aber damit die Geschichte überhaupt entstehen kann, muss man Geschichten erzählen. Und wenn man sie nicht erzählt, dann wird sie auch verschwinden, wie es mittlerweile so also bei vielen Kulturen so ist. Also wir haben viele, viele Völker, viele Kulturen sind verschwunden, weil man ihre Geschichte nicht weiter erzählt. Und das ist eben der Punkt, warum ich finde, dass man die österreichische Geschichte vollständiger oder vollständig erzählen sollte, weil ein wesentlicher Gewürz oder Nuance verschwinden würde. Also wie ich mir das erwarten würde, ist natürlich einmal wäre schön, also ich hoffe, dass wir bekommen, und zwar so schnell wie möglich, ein Museum der Migration, weil das wäre der Ort, wo man wirklich diese ganzen Objekte, die ganze Geschichte, die ganzen Erzählungen sammeln konnte und jederzeit, ob es jetzt in einem digitaler Form oder vor Ort angesehen, man kann das je nachdem in Diskussionen einbinden, ob es jetzt bei Gestaltung des öffentlichen Raumes ist oder bei der Bildung, immer wieder, man kann hingehen und Dinge nehmen und wieder verwenden. Das heißt, es wäre einmal gesichert, dass
dass die Geschichte nicht verloren geht. Das wäre mal, finde ich, ganz wichtig. Das ist mal eine sagen wir jetzt, Grundlage oder überhaupt der erste Schritt. Weil wenn wir das nicht sichern, dann werden wir auch irgendwann nicht mehr erzählen können, weil soweit wird die Geschichte dann nicht überdauern, wenn da keine Exponate gibt, keine Möglichkeit, das aufzubewahren. Dann natürlich wäre es wichtig, nachdem das ein Museum der Migration gibt und Denkmale gibt und vielleicht weitere Plätze gibt oder Möglichkeiten, wäre es wichtig auch, dass man das auch politisch anerkennt, auch im Bewusstsein der Wienerinnen und Wiener oder Österreicherinnen und Österreicher verankert, indem man das auch in der Geschichte, in der Schule einbaut oder mitdenkt und mit den Kindern erzählt, dass wir auch eine Einwanderungsgesellschaft sind, eine Migrationsgesellschaft sind, waren und sind und dass das auch einer der Punkte sind, warum Wien so großartig ist, warum Wien so vielfältig ist, warum in Wien so viele neue Ideen auch entstanden sind und entstehen durch diese Verschiedenheit an Ideen, an Denkweisen, an Lebensentwürfen ist, dass das nicht zu wie oft in der Politik oder in manchen Parteien als Problem gesehen wird, sondern dass das eine der Grundlagen der neuen, also der österreichischen Entwicklung ist, dass das etwas Positives ist. Und nur weil wir, wenn wir das annehmen als Teil von uns, als Teil von Österreich, dann können wir daraus auch alle profitieren und sehen als eine, ich würde nicht sagen Bereicherung, sondern als einfach Teil des Konzepts und Teil der Möglichkeiten, die wir haben. Das heißt, an einer Fülle, aus der wir schöpfen können, ob das Mehrsprachigkeiten sind oder Essenskultur ist, an Speisen, an Bräuchen, an Tänzen, an Musik, an Austausch, an anderem Blickwinkel. Da glaube ich, Wien hat vieles davon auch gemacht in der Geschichte. Wien hat viel, ob es jetzt kulinarisch ist oder in Entwicklung ist, kulturell hat das erkannt und hat das auch mitgenommen, aber man kann es noch einmal mehr tun, auch positiv betonen und nicht nur als ein Laster sehen, als eine Qual oder als notwendige, vielleicht Übel teilweise, die manche Menschen sehen, sondern einfach wirklich als Teil der Wiener Geschichte, die wirklich großartig ist, die Wien so weit nach vorn gebracht hat. Ja, danke, das war sehr schön und auch sehr interessant zu hören, wie du dir sozusagen die Darstellung dessen vorstellen könntest. Es gibt noch eines, das mich interessieren würde. Und zwar, du hast gesagt, es wäre schade, wenn die Geschichte unserer Eltern verloren gehen würde. Und mich würde schon interessieren, hast du mit deinen eigenen Eltern einmal darüber gesprochen? Oder wie würden deine Eltern sozusagen dazu stehen, dass sie als Gastarbeiter genannt würden, dass sie ein Teil dieser Geschichte werden oder dass sie durch ein Denkmal repräsentiert werden? Das war auch einer der sagen wir jetzt, an meine innerlichen Wünsche war es auch für mich wichtig, die Geschichte meiner Eltern natürlich auch aufzubewahren oder diese Zeit zu verstehen. Zum Beispiel, wie können Eltern kleine Kinder zurücklassen und ins Ausland weit weg fahren? Welche Gründe gibt es da so oder wie kann das mit dem Gefühl der Eltern vereinbaren? Und ich habe natürlich viel mehr habe ich mit meiner Mutter darüber gesprochen. Die war da also gesprächiger oder offener. Aber ich muss sagen, sie hat mir so viele Geschichten aus dem Alltag erzählt, die so vielfältig waren, auch lustig, lebendig. Das heißt, es war nicht so nur, dass sie gesagt hätte, es war nur ein Entbehrlichkeit, also Trauer oder Unbehagen, sondern sie hat durchaus so wunderschöne Geschichten erzählt, auch mit Österreichern, Arbeitskolleginnen, die ihr oft am Anfang geholfen haben, wo sie noch der Sprache nicht mächtig war, wo sie in der Küche, also wo sie als Küchengehilfin gearbeitet hat, immer so mit den Händen gedeutet haben, mach das zuerst oder ihr Arbeit abgenommen, um ihr vorzuzeigen. Das waren gute Geschichten oder Vorgesetzten, die gesehen haben, dass sie übermüdet ist und nach Hause geschickt haben oder Essen mitgegeben haben. Das waren
viele gute Momente, oder wo sie dann schöne Spaziergänge gemacht hat mit meinem Vater und so weiter. Oder wiederum, sagen wir jetzt, Missgeschicke mit den anderen Gastarbeitern, die sie nicht dann zurechtgefunden haben beim Einkaufen und dann irgendwas bestellt haben und was anderes bekommen haben, weil sie einfach nicht aussprechen konnten. Und wo sie dann oft gehen musste als Dolmetscherin, weil sie hat sich nicht so schwer getan mit der Sprache, zum Arzt mit den anderen, um denen zu übersetzen. Und dann hat sie oft Dinge übersetzen muss oder erfahren hat über Krankheiten der anderen oder Dinge, wo sie gar nicht wollte, aber ja, sie musste dann halt gehen. Sie haben das nicht, also schwer war es, getrennt zu sein von den Kindern, aber sie haben das auch oft eben, dieses Gemeinschaft mit einigen anderen Landsleuten zusammen zu sein in diesen Wohnungen, wo sie in kleine Zimmer hatte oder mehrere in einem Zimmer, hat sie das wieder zusammengebracht, wiederum zu einem gemeinsamen Gefühl. Wir sind Gastarbeiter. Das heißt, die haben sich so wie eine Gemeinschaft gefühlt und auch gegenseitig dann auch geschaut zu unterstützen bei Jobsuche, eben beim Arztbesuchen und auch Dinge, die sagen wir jetzt nicht korrekt sind, wo manche wollten in die Heimat fahren und dann vielleicht einen Krankenstand vorgetäuscht haben und damit sie nur ein paar Tage frei bekommen, damit sie irgendwie ihre Kinder besuchen oder Eltern oder wie auch immer wieder zurückkehren, haben sich unterstützt. Soweit ich mich eben aus meinen Gesprächen mit meiner Mutter erinnere, sie waren auch stolz, dass sie da waren, so wie mein Vater eben, der in Voestalpine gearbeitet hat oder in Wien an dem Donaustadt bei dem Kraftwerk, wo er an dem Schornstein mitgearbeitet hat, hat mir das immer wieder früher gezeigt. Da habe ich gearbeitet, dieses Haus habe ich aufgebaut, dieses Gebäude an dieser Straße habe ich gearbeitet. Es hat ihm schon irgendwie Gefühl gegeben, der hat nicht umsonst gelebt, der hat da was hinter sich gelassen. Die haben Gefühl gehabt, das ist irgendwie auch ihr Werk, also wenn man das sagen würde. Weil man sich oft in der Geschichte erinnert, kann man sagen, vielleicht an die großen Könige, Kaiser oder Heeresanführer oder Generäle, aber an die Arbeiter, die diese Werke erbaut haben, Pyramiden, Brücken, Gebäude, das wird nicht dann nirgendwo wirklich miterzählt. Und da hätten wir vielleicht diese Chance, diesen Arbeitern, diesen einfachen Menschen, die oft vielleicht nicht einmal Vorschule gehabt haben oder so wie meine Eltern nur 4 Klassen, gerade lesen und schreiben konnten und die Grundsachen, da wäre es die Möglichkeit, diesen Menschen auch einmal ein Denkmal zu setzen, was wiederum eine schöne Geste und Anerkennung wäre. Das würde mir natürlich auch viel bedeuten, selbst weil ich dann weiß, schade eben, dass meine Eltern das nicht mehr erlebt haben, aber umso mehr wäre es wichtig, schneller zu handeln und das zu tun, damit die Menschen selbst, die das gemacht haben, noch erleben können, diese Anerkennung. Du hast jetzt sehr lebendig davon erzählt, wie du dir die Aufzeichnung der Geschichte vorstellen würdest und vielleicht auch ein bisschen das Gastarbeiterinnen-Denkmal. Und ich denke, du bist jetzt ungefähr seit 1,5 Jahren dran. Und ich weiß, ja, dass du auch mit ein paar politischen Repräsentantinnen gesprochen hast. Wie ist denn dein Eindruck? Wird es aufgenommen? Wird es realisiert von unseren Politikern oder Vertreterinnen? Oder wirst du eher zur Seite geschoben? Also was für Eindrücke hast du denn bis jetzt? Ich muss sagen, also 2 Dinge mal. Also ich habe mich grundsätzlich im Leben mal verabschiedet von, sagen wir jetzt, von Zeitplänen, wo ich denke in Monaten oder Jahren. Das ist für mich jetzt grundsätzlich meinem Leben. Ich arbeite gerne, wenn ich so einen Wunsch habe oder Projekt, dann ist es mal für mich vordergründig wichtig, dass das passiert. Also ich tue mich jetzt und habe mich auch nicht festgelegt, dass ich, wenn ich nicht in einem Jahr etwas oder 2 Jahre bewirke, dann gebe ich auf. Das ist bei mir mal nicht so. Das heißt, ich möchte, dass das passiert und selbst sollte es 20 Jahre dauern, bin ich dran. Das heißt, man wird mich nicht los. Das ist mal so von mir aus. Zu meiner Überraschung, also in dem Sinn, bin ich froh, dass es so ist. Also das heißt, dass dieser Wunsch, diese Initiative hat, finde ich, einen guten Anklang gefunden bei den Parteien, bei den Politikern, bei der Stadt Wien.
und bei vielen Organisationen, also bei euch auch, bei MUSMIG, beim ÖBB, bei der Gewerkschaft, bei der Arbeiterkammer. Ich habe da wirklich einige gute Gespräche geführt bei wichtigen Personen, die da auch mitentscheiden können. Und ich habe da wirklich gute Unterstützung bekommen, wo ich mir denke, das heißt, fast in einem Traum, also fast unglaublich, dass das so gut sich entwickelt und dass da so viele Menschen dahinter stehen würden und dass wir wirklich rechnen können, dass das tatsächlich in Erfüllung geht, und zwar hoffentlich sogar Ende 21 oder 22, dass wir, wenn wir alle zusammen mit anpacken, mit diesen ganzen, mit Freiwilligen, also mit Historikern, mit Experten, also mit Dialis auch, mit Menschen wie Shenola Kilic und Lubomir Bratic und vielen anderen, dass wir da wirklich eine großartige Sache machen können. Und ich bin innerlich, also ich habe da so eine, ich will es nicht sagen Energie, aber so ein gutes Gefühl, gute Einstellung, dass wir das auch hinkriegen werden, weil wir klar wissen, was wir wollen. Wir haben viele Leute, die freiwillig bereit sind, da mitzumachen. Wir können sicher gut öffentlich das ausschreiben, Künstlerinnen finden, die bereit sind, ihre Entwürfe da einzuschicken. Wir können eine gute Kommission hinstellen, die das transparent macht, die, mit Finanzierung, mit Entscheidung, was für ein Denkmal, wo genau das stattfinden wird. Wir haben Bezirk, also Favoriten, den Bezirksvorsteher Markus Frank, der bereit wäre oder ist, federführend dahinter zu sein. Das heißt, ich bin da wirklich überzeugt, dass wir da bald, leider durch Corona, natürlich geht das alles langsam, aber wie gesagt, mir, also die Zeit spielt für mich jetzt nicht mehr so vorrangige Rolle, ob das jetzt im Jänner startet, Februar, Hauptsache, viele Leute sind mit im Boot und wir können da was Großartiges leisten für unsere, also für die Geschichte, für die Gastarbeiter, für ihre Würde. Aber ich denke, wir schaffen das. Das klappt. Ja, dann sage ich mal vorerst danke für das spannende Gespräch und ich glaube, wir haben noch weiter zu reden. Das wird sicher nicht das letzte Mal sein. Und vielleicht hat uns jetzt Corona auch eine Chance gegeben, diese Gespräche, die wir auch sonst führen oder geführt hätten oder in kleineren Gruppen führen, tatsächlich auch mal aufzuzeichnen und auch die Notwendigkeit des daran Denkens mit aufzuzeichnen, damit wir auch selber nicht verloren gehen. Danke. Thank you.